Ich hoffe, Mikrofon ist an. Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe den Sonnenaufgang und das Matterhorn leider verpasst. Dafür noch ein bisschen versucht, an meinem Vortrag etwas zu verhübschen. Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation, Protect the Planet, gegründet vor bald 5 Jahren. Wir haben unser erstes kleines Jubiläum. Wir sind damals als NGO gestartet, haben auch regelmäßig Kontakt gehabt mit den Umweltorganisationen, aber haben bald gemerkt, wir sind eigentlich keine typische NGO. Aus den Rückmeldungen und Reaktionen haben wir gemerkt, da gibt es noch andere Merkmale, die in der Kombination besonders waren. Das beginnt natürlich mit der Tatsache, dass wir eine Initiatorin und Leitfigur haben, die Unternehmerin, Aktivistin, Mutter und eine unglaublich mutige Frau in einem ist. Aber wir hatten noch andere Merkmale, die da eine Rolle spielten. Wir sind unabhängig, überparteilich. Wir konnten uns erlauben, größer zu denken. Wir haben flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege. Wir verbinden Aktivismus und Unternehmertum. Und wir sind als Organisation nicht vorbelastet. Also man hat keinen Rucksack, was oft eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Vertrauen geht. Und man sagt uns immer wieder auch in Gesprächen, ihr könnt da einen Unterschied machen und ihr könnt andere, ich fand das sehr schön, zum Leuchten bringen. Diese beiden Begriffe sind sehr zentral geworden für das, was wir uns vorgenommen haben und was wir seit 5 Jahren versuchen umzusetzen. Das ist ein kleiner Blick auf das, wie wir angefangen haben, das Engagement für eine lebenswerte Umwelt, vor allem auch für die nachfolgenden Generationen, die Energiewende zu den erneuerbaren Energien, Menschen und Ideen zusammenzubringen, Kräfte, wo sie möglich sind, zu bündeln und gemeinsam Klimaschutz zu betreiben und dann eben auch den Wandel von den verschiedensten Gruppen zu fördern, seien sie aus der Politik, aus der Wirtschaft oder seien sie kulturelle Eliten. Aber wie gesagt, es gab diesen Mehrwert, den ich gerade schon erwähnt habe, die Unabhängigkeit, die Entscheidungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das Besondere, deswegen sind wir auch hier, diesen Entrepreneurgeist mit dem Aktionismus, dem Aktivismus zusammenzubringen. Und eine unserer ersten frühen Beobachtungen war, weil wir auch viel in Kontakt waren mit Umweltorganisationen, da gab es genauso oder manchmal noch viel mehr Wettbewerb wie in der freien Wirtschaft. Meine Projekte, meine Kontakte, meine Spenden. Das ist leider wenig hilfreich. Viel besser wäre es eigentlich, seine Basis zu verbreitern, sich gegenseitig zu stärken und das Potenzial zu erhöhen. Und unsere Überzeugung war damals, wenn schon Wettbewerb, dann doch bitte ein Wettbewerb der kreativen Ideen. Und aus diesem Grunde war unser erstes Thema damals, lass uns das Stichwort Brücken bauen groß schreiben. Und wir haben die großen Umweltorganisationen eingeladen zu einem runden Tisch, einem NGO-Workshop, wie wir es nannten, was für viele ungewöhnlich war. Zunächst mal, wer sind die, was machen die, was wollen die, müssen wir da Vorträge halten? Nein, wir haben einen runden Tisch gemacht. Und das Motto lautete 2 Tage, Handy aus, Kopf auf, wo drückt der Schuh, was sind eure Probleme, wo sind Gemeinsamkeiten? Und das war für viele überraschend, positiv überraschend. Und es entstand eine wunderbare Diskussion in einer Art und Weise, wie wir sie gar nicht erwartet haben. Das sind Bilder vom diesjährigen 4. Mal, also das gibt es nach wie vor, es wird immer größer und es ist eine Freude jedes Mal, auch den Menschen wieder zu begegnen. Und das Erste, was entstand aus dieser Begegnung, war nicht, dass wir gemeinsam irgendwelche Schornsteine raufgestiegen sind, sondern es war ein Bildungsprojekt, weil, und das war ganz bemerkenswert, alle sagten uns übereinstimmend, es gibt keine fundierte Ausbildung für Campaigning. Wir machen das Learning by Doing, die Leute kommen als Quereinsteiger, haben vielleicht was studiert. Und dann sind wir, so würde ich es mal sagen, und das ist auch wieder die Chance, die wir haben, mit der Antwort eines Entrepreneurs da drauf gegangen. Wir haben erstmal Mittel zur Verfügung gestellt, um zu evaluieren, was gibt es, was wird benötigt. Wir haben uns mit erfahrenen Campaignern zusammengesetzt, ein Ausbildungskonzept als eine Art Businessplan entworfen. Wir haben eine Trägerschaft aufgebaut und die Startfinanzierung gesichert. Und das ist das Ergebnis, was am April 2020 an den Start geht. Es wird in Deutschland die erste Campaigning School geben für strategische Kommunikation. Das ist ausgerichtet an den Global Sustainability Goals, ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen aus der Umwelt, aber wir haben gemerkt, da waren auf einmal Leute dabei von Amnesty International, von Foodwatch, mehr Demokratie,
von Lobby Control, natürlich den großen NGOs, und haben gemerkt, es fehlt dieses Rüstzeug, dieses Handwerkszeug, und das in einem einjährigen Kurs diesen Menschen zu vermitteln, ist das Ziel der ganzen Geschichte. Es ist ein wunderbares Projekt, ich begleite das jetzt seit 2 Jahren, und wenn man einmal schauen kann, es ist das erste vollumfängliche Berufsausbildung für progressive Politikgestalter, und wir haben ein Programm, wo all diese Dinge hier, die Theorie des politischen Wandels, Strategieentwicklung, Lobbyarbeit, Medienstrategien, Online-Campaigning, Fundraising, Social Media, Big Organizing, Wahlkampf, Selbstorganisation, Verhandlungsführung, all das wird Teil dieses Programmes sein, das nächstes Jahr startet. Wir haben schon Anmeldungen, und ich bin jedes Mal wieder, wenn ich darauf schaue und wenn ich mir das anschaue, bin ich begeistert von der Entwicklung und auch von dem Spirit, der da drin steckt. Lassen Sie mich es ganz offen sagen, wenn hier jemand ist, der sagt, das ist ein sehr schönes Projekt, die Startfinanzierung steht im Moment, setzen wir noch einen Stipendienfonds auf, das ist ein, nennen wir es mal, ein Reservetopf für Leute, die talentiert sind, die Ausbildung, aber eventuell nicht ganz finanzieren können. Falls da jemand Interesse haben sollte, können Sie gerne auch zu mir kommen. Ein weiteres Beispiel, wie wir funktioniert haben, ist diese wunderbare Geschichte. Weil in München steht nicht nur das bekannte Hofbräuhaus, in München steht auch ein Steinkohlekraftwerk, was viele Menschen nicht wissen. 800.000 Tonnen Kohle werden da jedes Jahr verbrannt. Das erzeugt so viel CO2 wie der gesamte Autoverkehr in München in einem Jahr. Das ist eine kleine Initiative gewesen. Ehrenamtliche, die haben sich 2 Jahre lang wirklich bis zur Selbstaufgabe an Unterschriften, Sammlungen und daran abgearbeitet, aber sie traten auf der Stelle. Wir sind mit ihnen in Kontakt getreten, haben uns zusammengesetzt und dann geschaut, was fehlt, was für Möglichkeiten habt ihr euch überlegt, was braucht es, sei es Plakate oder Flyer, sei es Social-Media-Kampagnen oder was auch immer. Wir haben unser Netzwerk bemüht, wir haben prominente Politiker zu Video-Statements gefunden, andere Unternehmer, die mit eingestiegen sind und haben der Kampagne Kraft gegeben, Energie gegeben, natürlich finanzielle Energie. Aber dieses Projekt hat innerhalb von einem halben Jahr einen solchen Zulauf bekommen, dass dann tatsächlich im 5. November 2017 die München entschieden haben, das Kraftwerk muss abgeschaltet werden. Und auch hier war es wieder der Punkt, Menschen und Ideen zusammenzubringen, zu schauen, dass wir einen Unterschied machen können. Und das ist so die Aufgabe, die wir haben und die wir hier in einer wunderbaren Situation haben umsetzen können. Davon haben Sie schon kurz gehört. Ich will aber noch mal kurz darauf zurückgehen. Das ist unsere Klimaklage. Klimawandel ist für viele immer noch ein sehr abstraktes Thema. Die Nachrichten werden häufiger, die Einschläge kommen näher, man hat das Gefühl, aber es bleibt manchmal auch immer noch ein exotisches Thema. Was Sie hier sehen, sind 10 Gesichter von Familien, die bereits hier und heute vom Klimawandel betroffen sind. Und die sind nicht nur in exotischen Ländern, die haben wir auch dabei, ist ein Mensch von den Fidschi-Inseln hier dabei. Das sind Leute, die kommen aus Portugal, aus Deutschland, aus Rumänien, aus Italien, aus Frankreich, aus Schweden und aus Afrika auch. Ich will vielleicht einige Beispiele ganz kurz dazu geben, aber das war eine der berührendsten und für uns auch das wichtigste Projekt in den letzten Jahren. Dieser Mensch hier ist ein Bauer in der 3. Generation, der hat vor 2 Jahren ein Drittel seiner Waldflächen verloren. Die Dame lebt auf der Insel Langeoog. In der 3. Generation haben wir einen Familienbetrieb dort, ein Restaurant. Die Insel ist auf einer Süßwasserlinse, und wenn das Meer immer näher kommt, die Düne bricht, dann ist die Existenz weg. Das ist ein Bauer in Rumänien, der sagt, ich bin als Bauer geboren, ich werde als Bauer sterben, meine Kinder haben keine andere Perspektive. Hier wird alles trockener, ich weiß nicht mehr, wie ich meine Tiere nennen soll. Dieser Mensch ist ein Imker, auch in der 3. Generation, die Familie lebt davon. Die Bienen werden immer weniger, es wird immer wärmer, es wird immer schwieriger. Das ist eine Vertreterin der Saminora, das ist die indigenes Volk aus dem Norden von Schweden. Wenn man die Reden hört und sie erzählt einem, dass sie in diesem Land 200 verschiedene Wörter haben für Schnee, um ihn zu beschreiben. Aber für das, was jetzt passiert, durch den Klimawandel, kein Wort mehr haben. Auch die Alten wissen nicht, was sie sagen sollen. Und die Jungen, denen fehlt die Perspektive, der hat es durchaus auch ein Suizidproblem dort. Dann weiß man schon manchmal nicht so richtig, was man darauf noch antworten soll. Aber das ist konkret hier und jetzt. Das ist ein Bauer, ein Lavendelbauer in Südfrankreich. Da fahren die kleinen Enkel auf dem Traktor mit dabei. Ob die das noch selber machen werden, ist eine andere Frage. Und das hier ist die Familie in Kenia. Die ganz, ganz klar und deutlich sagen, wir hoffen, dass wir die nächste Dürreperiode überleben, sonst können wir hier nur noch sterben.
All das sind ganz konkrete Dinge, ausgelöst durch den Lebenswandel in der westlichen Welt, und der Klimawandel ist da schon ganz konkret. Und was wir versucht haben damit, ist eben, diesen Menschen Gesicht und Stimme zu geben. Wir haben auch hier zu dritt angefangen, gesagt, da muss man etwas unternehmen, wenn die Politik zu unentschlossen ist, die fossile Industrie weiter nur auf den Profit schaut, wenn die Bewahrung des Planeten und Common Good scheinbar nicht so wichtig sind und die Klimaungerechtigkeit zur Gefahr für diese Menschen wird, dann brauchen wir außergewöhnliche Handlungsoptionen, und das war die Idee, zu den Gerichten zu gehen, um die Gerichte einzuschalten. Wir haben dann im kleinen Kreis erstmal Juristen angesprochen und Klimawissenschaftler. Bei dem NGO-Workshop, den Sie vorher gesehen haben, haben wir die ersten Allianzen gebildet, haben dann, natürlich da geht es darum, Ressourcen zur Verfügung gestellt, um das Personal zu schaffen, um so eine Kampagne zu machen, und sind dann, das war gar nicht so geplant, mittlerweile Teil des Climate Action Network Europe mit 150 Organisationen. Aus der Klimaklage ist eine Riesengeschichte geworden. Und wir hatten, das darf ich an der Stelle mal sagen, am Tag nach der Klageeinreichung eine Medienreichweite online von 186 Millionen Klicks. Und das ist dann schon etwas, wo man auch nicht unstolz ist. Und das wird jetzt im Herbst entschieden. Das ist kurz vor der Entscheidung. Aber es ging eben darum, letztes Jahr im Sommer, als die erste Heißzeit auch so deutlich war, diesen Menschen Gesicht und Stimme zu geben. Kurz danach hat, wie wir alle wissen, ein kleines mutiges Mädchen sich in Stockholm vor den Reichstag gesetzt und angefangen, die Welt zu verändern. Auch das ist kurz erwähnt worden. Christopher Wassermann, wir hatten die Freude, war bei uns dieses Jahr in Basel. Das ist eben die Blicksicht von Frau Siktis, die sagt, ich bin Unternehmerin, ich habe aber auch den Blick auf die andere Seite, ich mache etwas, ich habe eine Verantwortung, das Schicksal des Guten mir gemeint, da muss ich etwas tun. Also versuche ich auch andere Unternehmer mit hier einzuladen, in den Dialog zu kommen, und daraus entstehen mittlerweile wunderbare Folgegeschichten. Und wenn man dann hier in diesen ganzen Kontakten ist, dann kommen auch ganz neue Dinge auf einen zu. Wir hatten ein Gespräch mit Professor Schellenhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, und er machte uns auf dieses Projekt aufmerksam. Es geht um die Frage, warum so viele Menschen beim Thema Klimawandel immer noch so skeptisch reagieren oder richtig sich dagegen auflehnen. Jeder kennt das, auch die Leute, die mit Windkraft zu tun haben, hast du schneller den Windkraftgegner da als die Unterstützer. Und dazu wurde eine Studie in Auftrag gegeben bzw. angestellt von einer Universität in Berlin, zusammen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo man sich in tiefen Interviews hingesetzt hat und die Leute mal gefragt hat, warum ist das so? Und man merkt, es geht um Unsicherheit, um Unwissen, um Ängste, um Verletzungen und um Nischen, in denen man sitzt und nicht wieder raus kann. Und jetzt ist mit diesem wunderbaren Fundus, da gab es Interviews, die Leute saßen 2 Stunden da, da wurde zum Teil auch sehr emotional diskutiert, die haben sich geöffnet, haben erzählt, warum sie so sind, wie sie sind, durch alle Gesellschaftsschichten durch. Und jetzt wird daraus, und das ist das Besondere, wird in einer zweiten Gruppe, werden kleine runde Tische gebildet mit Vertretern aus Politik, Industrie, den Medien und auch von der Jugend, um zu schauen, wie man aus den Erkenntnissen ein Handwerkszeug machen kann, um in der Diskussion mit den Klimaleugnern, den Klimawandel, da mehr Bewegung reinzubringen. Weil es ist eine Tatsache, auf die Politik vertrauen die wenigsten, da ist eine große Distanz mittlerweile entstanden und da gibt es ganz große Lücken in der Kommunikation, die überbrückt werden müssen. Das ist eines der Projekte, das an uns herangetragen worden ist. Auch hier werden wir sicherlich mit dabei sein, unterstützen, weil das ist eine Grundlagenforschung, die für ganz viele Bereiche von großer Bedeutung ist. Das Projekt wurde vorgestellt bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises und hat durch alle Schichten durch ein großes Interesse erfahren. Also das ist ein Bereich, wo wir sagen, Lösungen beschleunigen, auch das ist uns wichtig. Da geht es um das Forschungsthema. Und wenn man dann das alles mal so zusammensieht, wir haben die Unternehmerseite, wir haben die Aktivistenseite, wir können ermöglichen, wir können Brücken bauen, wir haben Kontakte zu ganz vielfältigen, dann haben wir gesagt, lasst uns doch das Ganze mal zusammenbringen, und das ist die letzte Idee, die wir jetzt gerade aktuell haben, zu einem, wir nennen es Climate Funders Network. Weil das sind all die Möglichkeiten und Zugänge, die wir haben. Wir haben gemerkt, dass ganz viele Ideen, Projekte und Fäden bei uns zusammenlaufen, die faszinierend Möglichkeiten und Perspektiven zeigen und von übergeordnetem Interesse sind. Wir können da Brücken bauen, unterschiedlichste Menschen auch zusammenbringen und vor allem auch Stereotypen und Klischees entgegenwirken. Weil NGOs sind nicht nur die Gegner und die Verhinderer,
Nennen Sie eine Organisation wie Urgewalt, die sich sehr mit den Finanzströmen auf der Welt beschäftigt und mit der Frage, was macht die Bank eigentlich mit meinem Geld? Die waren früher als die bösen Verhinderer. Mittlerweile arbeiten sie zusammen, haben eine Global Call Access List entwickelt und große Unternehmen wie AXA oder Allianz greifen darauf zu. Also das sind auch Ermöglicher, das sind nicht bloß die Bösen, das sind auch die Guten. Genauso wie nicht alle Unternehmer, und wem sage ich es, für den schlechten Zustand des Planeten verantwortlich sind. Was wir schaffen wollen, ist eine Plattform, die positive Veränderer, Unternehmer, Entrepreneurs und Philanthropen zusammenbringt. Da geht es um wegweisende Projektvorschläge, Wissens- und Informationsaustausch, Zugang und Kontakten zu Politik und vielfältigem Know-how, den Austausch mit Unternehmern. Wir werden interessante Veranstaltungsformate haben. Aber all das sind Dinge, die haben sich jetzt angesammelt im Laufe der letzten 5 Jahre und haben gezeigt, dass durch die Art und Weise, wie wir wirken und wie wir handeln, manchmal sucht man Themen, manchmal kommen sie auf einen zu, aber wir Möglichkeiten haben, die wir gerne in einem größeren Rahmen anbieten möchten. Wer daran Interesse hat, einfach, es wird in den nächsten Wochen an den Start gehen, es wird erst Informationen geben, einfach mal vielleicht ein Probeabo, sage ich jetzt mal, Sie können uns einfach mal kontaktieren, damit Sie ein bisschen wissen, was dieses Netzwerk macht. Aber es ist eine faszinierende Kombination von Möglichkeiten. Christopher Wassermann wird sich vielleicht erinnern, wir hatten in Basel eine junge Dame da, die kommt von einer jungen Organisation, eine Firma aus Frankfurt, Right Based on Science heißen die, die genau messen können in wirtschaftlichen Einheiten, um wie viel Grad wird sich die Erde erwärmen, wenn du auf diese Art und Weise weiterwirtschaftest. Das kann ein Anlagefonds sein, das kann ein Unternehmen sein, aber es gibt mittlerweile Unternehmen und auch Anlageberater, die kommen und sagen, ich habe hier einen Nachhaltigkeitsfonds. Könnt ihr mir mal sagen, um wie viel Grad heißer wird es denn, wenn ich die Unternehmen so drin lasse? Und das ist eine ganz wunderbares Beispiel für die Art und Weise, wie wir hier agieren können. Dieses möchten wir teilen, und das ist auch ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Wenn Sie so möchten, sind wir Entrepreneurs, die Veränderung produzieren und das auch gerne weiter tun. Und in diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken. Many thanks for your attention.